Ihr wollt Schaden, ihr kriegt Schaden. Ihr kriegt richtig, richtig, richtig viel Schaden in diesem neuen Let's Play von World of Tanks. Gespielt mit der Su-122-44. Killerschlumpf sitzt im Panzer. Und ja, Tier 7 Premium Panzer der Russen. Also, Alter, da wird es jetzt gleich, es wird gleich XP und Schaden hageln. Da bin ich sehr gespannt, wie er sich anstellt, wo er hier spielt. Die Teams sind sehr ausgeglichen, wie man sieht. Also es gibt gleichermaßen Tomaten, Orangen, Bananen und Kiwis. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Kiwis oder Gurken. Nein, Kiwis ist, glaube ich, ganz gut. Grün Kiwi. Auf Malinowka. Bin ja schon sehr gespannt. Natürlich wird er sehr campig spielen, aber die 122, 44 macht er den ersten direkt weg. Mit Auto-Aim? Nee. Da hat er ein bisschen zu weit dahinter gehalten, weil die doch etwas konisch fliegt. Sollte man da so ein bisschen weiter vorhalten. Der gegnerische Toktrain hat da die Su rausgenommen und der Sturi Emil den T-43. Komm hoch, KV. Wenn er hochkommt, kriegt er die nächste Schelle. Aber da bleibt er unten. Oh, da drüben. T-29. So, da den ersten Hit. Vielleicht steht er da immer noch. Ab und an bei gewissen Kamerabewegungen nicht wundern, das ist einfach ab und an im Replay einfach ein bisschen kurios. So, traut er sich raus. Da vorne hätte er nämlich zwei Ziele, aber die kriegt er aufgrund der Throwing Range nicht raus. Aber natürlich, wenn er seinen Posten zu weit verlässt, kriegt er ein Problem. Oh, schon 1 zu 4 für den Gegner. 1 zu 5. Es wird langsam unangenehm. So, da jetzt, jetzt, jetzt. 1 zu 6. Jetzt 2 zu 6. Also ist ja jetzt, jetzt. Oh, da kriegt er jetzt endlich den ersten Schuss auf den KV raus. Nötig, wichtig und ich glaube, ihn hat es auch sehr gefreut. Das Team schießt sich ein bisschen zurück. KV 13 ist raus und 3 zu 6 steht es nur noch. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, man sieht. Es ist aktuell ein sehr statisches Match noch. Mit ganz klaren Tendenzen pro Gegner. An seiner Stelle ist zu hoffen, dass genau da jetzt mal langsam was passiert, dass der Gegner übermütig wird und auch mal rüberkommt. Der Panther. Ah, kommt da nicht. Oh, der AMX. Ja, genau auf sowas muss man da mal setzen. Da prallt er ab. Aber jetzt, der kriegt das schön. Und ihr seht, jetzt kommen die Panzer rüber. Jetzt ist genau die Stelle, wo er richtig Gas geben kann. Jetzt muss er nur den Schaden schnell bekommen. Komm, mach ihn noch schnell weg. Der ist wichtig, dass der weg ist. Ja, er ist schnell. Heidewitzka, den kriegt er nicht weg. Weil er bräuchte unbedingt, dass der weg ist, dass er direkt auf den Tiger schießen kann. Jetzt ein Aimen. Ruhig. Auch nicht. Zum Mäusemelken gerade. So, jetzt ist der AMX raus. Und da kommt der nächste Panzer 3. Kommt er nicht drauf. Der ist natürlich auch etwas schneller. Wo ist denn der Tiger P hin? Aktuell nur noch 7 zu. Ach, da ist er doch noch. Auch wieder nicht getroffen. Jetzt wird es aber ärgerlich langsam. 7 zu 10. Tiger bleibt stehen, aber jetzt genau. Gleich den nächsten weiter. Komm, Tiger, mach ihn. Ja, schön. Noch einen. Und vielleicht gleich noch einen. Ja, der Tiger macht es da richtig. Für ihn zumindest. Er lässt sich das schön wegschießen. Noch einer. Ein einziger Schuss noch. Nein. Jetzt, da macht er seinen zweiten Kill.
Aktuell bei 3000 Schaden. Da hat ihn der Tiger viel ermöglicht. 9 zu 11 nur noch. Der B1. Warten, 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 warten. Schieß! Der dürfte getroffen haben und dürfte auch durchschlagen haben. Und da kommt der sture Emil. Jetzt wird es hier wirklich einen Turntauben schießen. Den kann er ordentlich treffen. Und nochmal. Und wahrscheinlich kann er sogar einfach nochmal blind da reinsetzen. Na, er traut sich wohl nicht. Er ist nur noch mit einem Aal, der auch nach einer ganz anderen Stelle ist im Team. Also der kann ihn nicht mal mehr unterstützen. Da sieht man aber auch mal wieder, wie wichtig Spotter für das eine oder das andere Team sein können, weil dadurch, dass er nicht gespottet ist, hat er unglaublich viel Schaden schon da machen können und ohne großartig da belangt zu werden. Auch ohne Gegner-Arti natürlich nochmal schöner. Jetzt bewegt er sich wohin auch immer. Zieht sich nochmal ein Stück weiter zurück scheinbar. Weil jetzt, oh, jetzt ist er wirklich auch noch alleine. Das habe ich ja gerade in meinem Redeschwall völlig übersehen. Das heißt, jetzt wird es spannend. Jetzt muss er nur noch 6 Gegner erledigen und dann hat er es auch schon gewonnen. Ja, ich drücke und wünsche viel Glück dabei. Wichtig wäre in dem Augenblick, dass die Gegner peu à peu nacheinander rüberkommen und nicht alle gleichzeitig, weil dann hat er noch Chancen. Wenn diese dann alle hintereinander kommen, ist es gut. Ansonsten gleichzeitig, da ist einfach der Reload im Weg. Jetzt ist auch guter Rat teuer, wohin man aimen soll, von wo sie kommen können. Ganz doofe Situation. Da kommt der Tiger. Auch wichtig, dass die Schüsse jetzt alle gut durchgehen und dass er jetzt nicht lange mit Penetration-Problemen hat. Ja, mach! Nein! Da trifft er nicht. Hinter ihm kommt... Jetzt ist er offen. Der B1 ist hinter ihm. Tiger 1 macht er weg. Der B1 von hinten nervt ihn ordentlich. Der hat aber nicht mehr viel. Da lädt er auch HE direkt für den B1. Sehr gut und sehr sinnig. Warum der auch immer der ins Matchmaking gekommen ist, hat wohl einen Trollzug mit dem PZ gemacht. Aber wichtig, den jetzt mit HE, genau, muss sich auch die Munition sparen. Bleibt er bei HE für den dicken Max? Jetzt wissen sie natürlich alle ganz klar, wo er ist. Sture Emil dürfte auch nicht lange auf sich warten lassen. Nein, da hat er verschossen. Er bleibt bei HE scheinbar. Jetzt aber. Ah, schöner Hit, schöner Hit. Noch eine HE-Schelle auf den. Jetzt wird hier gecapped. Dadurch, dass jemand im Cap steht, kann er auch sicher sein. Entweder der sture Emil oder die Su wäre noch natürlich möglich. Tok auch noch. Alle drei. Und dadurch, dass der Cap unterbrochen ist, weiß man auch ziemlich sicher, dass der sich auf ihn zubewegt. Da kommt ja die Su. Da konnte er den setzen und treffen. Er schießt jetzt schon mit Premium. Sicher ist sicher. Stellt sich jetzt frontal zur Su. Dass auf ihn nicht getroffen wird, zuschießt mit AP. Prallt also ab. So, zack. Ist jetzt weg. 5500 Schaden. Jetzt kommen schon die ersten Anfangsrufe. You can do it. Und mittlerweile bin ich auch der Überzeugung, er kann es definitiv schaffen. Nun die ersten Flames in des eigenen Teams. Report Talk Camper. Da weiß man genau, also von dem her. Der wird hoffentlich noch irgendwo in seiner Basis hinten stehen. Schieß ihn weg, ja! Entschuldigung. Schön. Oh, der sture Emil. Der kann natürlich ordentlich. Ja, sture Emil macht die... Ah, sehr nice.
War natürlich ein teurer Hit, 500 HP. Damit hat er nur noch 158. Das heißt, er ist im Tock für den einen, ja, je nach RNG, aber im Two-Shot-Bereich. Und der schießt ja sehr schnell. Few Range of Tock. Da muss man natürlich mal nachfragen. Müsste ich jetzt auch nicht, aber es dürfte nicht so weit sein. Aktuell bei 7 Kills und 5600 Schaden angerichtet. Gute Idee, was er jetzt macht. Dass er dann nicht über die lange fährt, sondern auch noch wirklich die Zeit, die er hat, nutzt. Und den längeren Weg dann da eben in Kauf nimmt. Weil vielleicht kann er dann so rankommen, dass er ihn aufdeckt und ordentlich dann da noch durchschlägt. Tock dürfte aber natürlich von den HP noch recht voll sein, das ist zu erwarten. Schöner Spot. Mal kurz das Fernglas anspringen lassen. Leider geht nichts auf. Muss er sich wohl doch weiter bewegen. Schade. Das wäre jetzt schön gewesen, wenn der jetzt da aufgeploppt wäre. 3 Minuten 30, von dem er noch alle Zeit. So. Jetzt fährt er direkt Richtung Gegnerbase rein. Tock hat auch schon 3 Kills. Also er ist auf jeden Fall nicht AFK. Da ist er. Und noch voll. Der ging ordentlich. Tock dreht gar nicht zu ihm. Jetzt hat er es gemacht, glaube ich. Ja, jetzt dreht er erst rum. So. Tock hat hier natürlich jetzt einen Vorteil, dass er keinen statischen Turm hat, sondern einen drehbaren. Jetzt ist die Frage, macht er das Game hier für sich noch klar oder verliert er am Ende die Nerven? Also ich weiß auf jeden Fall, wie ihm die Pumpe gerade geht, weil diese Situation kenne ich dann auch doch sehr gut. Oh, der Tock ist. Er kommt, er dürfte. Ja doch, er kommt drauf. Auf den Helm. Ja, schön! Jetzt ist er im One-Shot-Bereich. Und jetzt einen kann er kassieren. Und er trifft sogar. Ja, er macht ihn! Er macht ihn! 8 Kills. Am Schluss waren 7744 Schaden. Panzer Ass ist ohne Frage drin gewesen oder war es? Und mit Premium wären es 182.000 Credits gewesen. Wahnsinnig. 2300 Basis XP. Wow. Also richtig nice gespielt, Killerschlumpf. Sehr, sehr, sehr schön. Vielen Dank fürs Einschicken und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich finde so eine Runde grandios und kann nur sagen, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.